So, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Gott ist gut. Amen. Wer glaubt, dass Gott gut ist? Gott ist wirklich gut. Und darum sind wir hier. Es ist ein Ausdruck seiner Güte. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich eine besondere Person in unserer Mitte ehren, die zu Besuch ist, meine älteste Schwester aus Kamerun. Eine besondere Frau, die einen besonderen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben hat, die hat mich geprägt wie kaum jemand anderes. Sie hat mir so viel gegeben, wie nicht viele Menschen in meinem Leben. Und für mich ist sie eine Mutter und mehr als eine Schwester. Amen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich liebe dich, Mama. Schön, dass du da bist. Und danke für alles. Genau, Gott ist wirklich gut. Halleluja. Und heute habe ich eine sehr gute Botschaft für euch. Diese Botschaft stammt aus Psalm 23. Und der Titel ist der erste Vers dieses Kapitels. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich möchte dir empfehlen, dass du dir diese Zusagen selbst zusagst und aufsagst jeden Tag. Das wird dein Leben verändern. Diese Wahrheit wird sich einnisten in deinen Geist, in dein Herz und wird deine Denkweise prägen und letzten Endes wird sie auch Realität werden in deinem Leben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist umso wichtiger, weil die meisten Menschen ein sogenanntes Waisenherz haben oder aufweisen. Was ist ein Waisenherz? Ein Waisenherz ist das Gefühl, dass wir nicht genügen. Das Gefühl, dass wir allein sind. Das Gefühl, dass wir einsam sind. Das Gefühl, dass wir uns auf uns allein gestellt sind. Das Gefühl, dass wir unvollständig sind in dieser Welt. Und die meisten Menschen leben mit diesem Gefühl, ich bin für mich allein verantwortlich. Und auf gut Deutsch sagt man, jeder ist seines Glückes Schmied. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, das drückt aus, was im allgemeinen Denken, in der allgemeinen Kultur der Menschen sind. Das ist ein Waisenherz. Gott hat uns aber niemals geschaffen, damit wir für uns selbst zuständig sind. Das war niemals seine Absicht, als er uns geschaffen hat. Bevor er den ersten Menschen geschaffen hat, hat er alles geschaffen, alles vorbereitet, was für das Glück dieses Menschen nötig war. Als der Adam in die Welt kam, musste er nichts von sich aus machen, um glücklich zu sein. Er musste nichts von sich aus machen, damit seine Bedürfnisse gestillt werden. Gott hatte schon einen Garten angelegt, auch das Universum war auf den Menschen zugeschnitten, die Natur, die Tiere, die Wege, das alles war auf den Menschen zugeschnitten. Und der Mensch kam und war komplett und vollständig. Das war, es war niemals der Wille Gottes, dass du wie ein Waisenkind durch die Straßen laufen und dich einsam fühlst und das Gefühl hast, ich muss ackern und ich muss für mich selbst kämpfen, sonst komme ich runter oder gehe ich runter. Und viele von uns werden müde von zu viel ackern, müde von sich Sorgen machen, müde von Angst haben, von Zukunftsängsten, müde, weil wir das Gefühl haben, wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Ich wiederhole mich gern, Gott hat niemals den Menschen geschaffen, damit der Mensch für sich selbst zuständig ist. Er wollte von Anfang an unser Vater sein. Amen. Von Anfang an sollte seine Person uns vollständig machen. Die Beziehung zu ihm uns vollständig machen. Er wollte von Anfang an unser Versorger sein. Er schafft Adam, stellt ihn in den Garten und im Garten waren verschiedene Bäume mit allerlei leckeren Früchten. Er sagt, mein Sohn, das ist deins. Du darfst von all diesen Bäumen die Früchte essen, mit einer einzigen Ausnahme vom Baum in der Mitte des Gartens. Und er sagt, alles, was du zu tun hast, ist bebauen und beschützen.
Ich habe es für dich angelegt, die wachsen ohne dein Zutun. Bebaue den Garten und beschütze es. Ansonsten genieße es. Er hat Flüsse in den Garten, im Garten angelegt und in einem Fluss waren kostbare Edelsteine. Das war alles für Adam allein. Halleluja. Dann schaute Adam nach einer Weile an und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Adam hat niemals darum gebeten, Herr, er hat niemals gesagt, ich brauche eine Frau, ich brauche eine Gehilfin. Gott hat es gesehen, bevor Adam es gesehen hat. Und er war proaktiv, Gott hat die Initiative ergriffen. Ja, vor seiner Erschaffung und nach seiner Erschaffung und hat immer dafür gesorgt, dass Adam alles hatte, was er benötigte, was er brauchte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und dann lässt er Adam, er lässt die Tiere zu Adam kommen, um zu sehen, ob Adam unter den Tieren eine Gehilfin finden würde. Und Adam findet keinen, sagt der Sohnemann, kein Problem, ich habe da noch eine Idee. Einmal ab in den Schlaf. Und Adam schläft ein. Und im Tiefschlaf nimmt er eine Rippe raus und bastelt, das kann falsch interpretiert werden, und es schafft eine neue Kreatur. Und Adam wacht auf und sagt, das ist Fleisch meines Fleisches, Gebeine meiner Gebeine, und sie ist Frau, Eva. Und er liebte sie, weil diese Frau genau das war, was sein Herz sich gesehnt hatte. Und er konnte diese Sehnsucht nicht definieren, aber Gott hat es gesehen. Und Gott hat genau das gegeben, was Adam benötigte. Amen. So, und dann kam die Rebellion des Menschen gegen Gott. Der Mensch war der Meinung, Gott, du sorgst nicht genug für uns. Wir können es besser. Wir wollen es besser machen als du. Also trennen wir uns von dir. Wir wollen selbstständig sein, unabhängig sein von dir. Und Gott sagt, Junge, das war keine gute Idee. Ab jetzt ist die Erde deinetwegen verflucht. Du musst jetzt hart ackern. Ja? Und die Erde wird dir Disteln und Dornen produzieren. Du musst leiden, um dein Essen zu essen, um Essen zu haben. Und außerdem bist du Staub und du wirst auch zurückkehren zum Staub. Dann fing es an, dann wurde der Mensch vertrieben aus dem Garten Eden, aus der Gegenwart Gottes, aus dem Fürsorgesystem Gottes und war auch von da an selbstständig, wie er das auch gewollt hatte. Nur, dass wir gemerkt haben, dieses System ist ganz Stück besser als das vorherige System. Das war keine schlaue Idee, das Vorsorge- und Versorgungssystem Gottes zu verlassen, um sich selbstständig zu machen. Seitdem müssen wir ackern. Und doch haben wir immer das Gefühl, das reicht nicht. Wir haben das Gefühl, wir sind nicht zufrieden. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht immer, das zu haben, was wir brauchen. Und Gott, weil er uns nicht loslässt, seine Liebe lässt uns nicht los. Er geht uns nach und sagt, ich liebe euch noch immer, auch wenn ihr rebellisch seid und nichts von mir wissen wollt. Und ich will euer Vater sein. Ich will euer Freund sein. Ich will euch nah sein. Ich will euch versorgen. Und er sucht sich einen Mann aus namens David. Es ist ein Mensch, ein Mann nach meinem Herzen. Und David, er offenbart sich David und wirkt im Leben von David. Und dann kommt er zu einem Punkt, wo er diesen Psalm schreibt. Es ist ein Lied. Er komponiert dieses Lied zur Ehre seines Gottes und als Ausdruck seiner Beziehung zu seinem Gott. Der Psalm 23 drückt aus, wie David Gott erlebt hat. Und er möchte diese Perspektive Davids über Gott mit euch heute Morgen teilen. David kam zu einem Punkt, wo er erkennen musste, ich brauche einen Hirten. Gott hat David gesucht. Gott ist David hinterhergegangen. Er war ein zarter junger Mann, der die Herde seines Vaters gehütet hatte. Er hatte keine Ambition, er war einfach dankbar und froh, vielleicht auch nicht, aber er hatte seinen Job und ging seinem Job ruhig nach. Und eines Tages kam Samuel und sagt, dich hat der Herr ausgesucht, du sollst König über Israel werden. Und dann bekam er die Salbung von Gott und ab dann fing der Geist Gottes an ihm zu arbeiten. Ab dann ließ Gott ihn nicht mehr los. Gott ging ihm nach durch Höhen und Tiefen und er kannte ganz, ganz, ganz viele Tiefen, ganz viele schreckliche Momente in seinem Leben. Dieser David hat an diesem Moment angefangen, Gott, den Gott Israels, persönlich
kennenzulernen, persönlich zu erleben. Und er komponiert dieses Lied wie viele andere Lieder und drückt aus darin und dadurch, wie Gott ist für ihn, wie er Gott erlebt hat. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und der Name auf Hebräisch ist, der Name Hirte ist Rohi. Das heißt, auf Hebräisch sagt er Yahweh El Rohi. Der Herr ist mein Hirte. Und das Wort Rohi bedeutet Ernährer, bedeutet aber auch Freund oder Gefährte. Und das drückt aus, Leute, wie Gott wirklich sein möchte für uns. Gott ist keine unpersönliche Erschöpfung, die irgendwo im Universum oder in den Lüften schwebt. Gott ist kein fernes, kühles Wesen, irgendwo im Himmel. Gott ist eine Person. Und er ist eine Person, die dich liebt, die jeden Menschen liebt. Eine Person, die uns nahe sein möchte. Eine Person, die Teil unseres Lebens sein möchte. Eine Person, die dein Leben tragen möchte. Eine Person, die dir helfen möchte. Eine Person, die dich segnen möchte. Eine Person, die sich darüber freut, wenn es dir gut geht. Eine Person, die will, dass es dir gut geht. Er ist eine Person, die dir nah sein möchte. Halleluja. Yahweh El Roi, der Herr, mein Ernährer. Yahweh El Roi, der Herr, mein besonderer Freund, mein Gefährte. Gott möchte eine intime Beziehung mit seinen Kindern haben. Gott möchte dein intimer Freund sein. Er möchte dein Gefährte sein. Er möchte, dass du ihm nahe kommst. Er möchte dir nahe sein. Er möchte dein Begleiter sein auf all deinen Wegen. Halleluja. Es ist wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Wenn du das richtige Gottesbild ergreifst und erfasst, das wird dein Leben verändern. Amen. Das wird deine Einstellung verändern. Das wird dich befreien von vielen Ketten, vielen Dingen. Gott sagt, ich möchte dein besonderer Freund sein. Ich möchte dein Gefährte sein. Ich möchte Teil deines Lebens sein. Ich möchte dir nah sein. Ich möchte eine intime Beziehung, innige Liebesbeziehung mit dir haben. Ich will dein El Roi sein. Und David, und du kannst wie David sprechen, der Herr ist mein El Roi. Gott will, dass du ihn erfährst. Dass du erfährst, dass er ein Vater ist. Ein guter Vater, ein vollkommener Vater, der dich liebt und dich versorgt und dich trägt, der einen guten Plan für dein Leben hat, der dich niemals allein lassen möchte, der immer bei dir ist und sein möchte. Er will, dass du das verstehst. Er will dein El Rohi sein. Dafür musst du aber selber ein Schaf sein. Ihr seht ja, ich mag dieses Bild. Es ist halt, ein Hirte trägt ein Schaf in seinen Händen. Und das Schaf ist, ein sehr, sehr schwaches Tier. Ein sehr demütiges Tier, ein sehr sanftmütiges Tier. Ein Tier ohne Hörner. Er kann sich nicht verteidigen. Ein sehr abhängiges Tier. Ein sehr beziehungsorientiertes Tier. Und guck mal, wenn du das Bild anschaust, was meinst du, wie fühlt sich das Schaf, das Tier in den Händen des Hirten? Geborgen, ruhig. Gott möchte, dass wir wie kleine Kinder werden. Werde wie ein kleines Kind, vertraue ihm, lerne dich tragen zu lassen, lerne aufzugeben, lerne dich in seine Hände hineinfallen zu lassen. Lass dich hineinfallen in die Hände Gottes. Lass dich tragen. Lass dir helfen. Lass dich lieben von deinem himmlischen Vater, von deinem Gott. Ja, du darfst geliebt werden. Du darfst geliebt werden. Dir darf geholfen werden. Lass dich verwöhnen durch deinen Gott. Er will dich tragen. Lege die Waffen nieder. Es gibt Leute, die denken, das Leben eben ist immer nur kämpfen, 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 kämpfen. Schuften, 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 schuften. Gott sagt, entspann dich. Lerne mir zu vertrauen. Lass dich in meine Hände fallen. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht alles planen. Du musst nicht alles vorausschauen. Du musst nicht alles durchschauen. Aber du kannst und du darfst mir vertrauen.
lass dich in meine Hand fallen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dich aufhalten, festhalten, tragen. Lass, dass Gott dir deine Geborgenheit zeigt. Werde wie ein kleines Kind. Amen. Hirte sind abhängige Tiere. Sie sind auf ihren, ich meine Schafe, sind abhängige Tiere. Sie sind auf ihren Hirten angewiesen. Sie suchen die Nähe des Hirten. Sie kennen den Geruch des Hirten. Sie kennen die Stimme des Hirten. Und ohne Hirten sind sie verloren, sind verunsichert, orientierungslos. Ohne Hirten sind sie verloren. Und Gott möchte, dass wir lernen, abhängig zu sein. Mach dich klein vor Gott. Werde wie ein Kind. Jesus sagte, das Reich Gottes gehört denen, die wie Kinder sind. Wie kleine Kinder sind. Kleine Kinder sind schwach. Sie wissen das auch. Sie schämen sich nicht dafür. Sie geben es zu. Sie erkennen das. Sie zeigen das. Und sie suchen Hilfe bei ihren Eltern. Sie suchen Hilfe. Sie suchen Schutz. Werde wie ein kleines Kind. Und du wirst Gott erleben als dein Jahwe El-Rohi. Halleluja. Amen. Auf warum machen wir uns zu viele Sorgen? Zu viele Sorgen. Weißt du, was Sorgen bedeutet, wenn man sich Sorgen macht? Was es bedeutet? Das bedeutet, ich will es aus eigener Kraft schaffen. Nur ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe auch keine Alternative. Es gibt auch niemanden, der mir da helfen kann. Deswegen fange ich an, mir Sorgen zu machen. Das ist es. Wenn du dir Sorgen machst, das ist der Ausdruck. Ich will selber für mich zuständig sein. Und ich sehe auch niemanden, der mir da helfen kann. Niemand. Und indirekt drücken wir auch aus, ich glaube auch nicht, dass Gott mir da helfen kann. Denn jeder Mensch hat Bedürfnisse. Jeder Mensch hat Probleme. Jeder Mensch hat Probleme, mehr oder weniger. Jeder Mensch hat etwas, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Aber nicht jeder Mensch muss sich Sorgen machen. Probleme zu haben, muss nicht heißen, dass man sich Sorgen macht. Wenn du Probleme hast und du erinnerst dich, ach, ich habe mal gehört, ich bin nicht selbst für mich zuständig. Ich habe einen im Himmel, der mein Vater ist, der mein El-Rohi ist, mein Ernährer, mein Freund, mein Gefährter, der für mich zuständig ist. Dann wende ich mich diesem Gott zu und sage, Gott, du siehst ja, was ansteht. Amen. Und David sagt hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er sagt nicht, ich werde nichts brauchen. Er sagt, mir wird nichts mangeln. Was bedeutet mangeln? Mangeln ist ein deutsches Verb. Und ich sage euch gleich, was es bedeutet im Wörterbuch. Mangel als Nomen bedeutet das Fehlen oder das Nichtvorhandensein einer dringend benötigten Sache oder einer dringend benötigten Person. Ja? Wenn du etwas dringend brauchst und es ist nicht vorhanden, du brauchst etwas dringend und es ist überhaupt nicht da. David sagt, wenn Jahwe mein El-Rohi ist, werde ich in eine solche Situation niemals geraten. Wenn ich etwas dringend brauche, dann wird El-Rohi dafür sorgen, dass ich das habe. Amen. Das Problem ist, nicht alles müssen wir wirklich haben. Nicht alles. Und nicht alles ist auch ein Mangel. Wenn du etwas wirklich haben musst und brauchst, dann kannst du Gott vertrauen. Er wird dafür sorgen, dass du das auch hast. Amen. David hat die Erfahrung damit gemacht, und er hat das geschrieben für uns und für dich und für mich zur Ermutigung. Jahwe El-Rohi wird nicht zulassen, dass du einen Mangel erleidest. Schon gewusst. Denn ihm ist nichts unmöglich. Ihm ist nichts zu schwierig. Es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Wenn du etwas wirklich brauchst, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wirst du merken, der Herr wird eingreifen. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Erlebnis, als ich Student war, hatte ich hohe Schulden. Ich hatte gegenüber der Bank 1.800 Euro, glaube ich, Schulden. Und ich wusste nicht, wie ich das bezahlen sollte.
Und die Bank hatte schon eine Mahnung geschrieben, erste Mahnung, zweite Mahnung, drohte schon mit dem Anwalt, ich armer ausländischer Student, woher sollte ich 800 Euro nehmen? Was habe ich getan? Was meint ihr? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hatte schlaflose Nächte. Im ersten Moment, oh Gott, Hilfe, schrecklich, furchtbar. Dann habe ich mich erinnert, ich habe einen El-Huri, der sitzt auf dem Thron, er ist der Höchste des Universums. Und ich habe gebetet. Ich habe keinem Menschen erzählt, kein Mensch wusste davon, nur die Bank und ich. Und die Bank kannte niemanden, den ich kenne. Ich habe gebetet und eines Sonntags gehe ich in die Gemeinde und der Pastor empfängt mich an der Tür und sagt, pass auf, ich habe einen anonymen Umschlag für dich. So einen riesen Umschlag. Ich nehme, stecke in meine Aktentasche und denke, okay, vielleicht ist das hörte sich so weich an. Ich dachte, vielleicht ein T-Shirt oder so. Einmal zu Hause nach dem Gottesdienst mache ich den Umschlag auf. Geld. 50er Scheine. 1000 Euro, Leute. Ich habe keinem Menschen von dieser Situation erzählt. 1000 Euro. Ich habe auch noch nie jemanden um Geld gebeten. 1000 Euro. 50, zack, zack, zack. Am nächsten Tag, Montag, bin ich wie ein Millionär zur Bank gelaufen, voller Selbstbewusstsein. Hallo, ich möchte meine Schulden bezahlen. Wie viel denn? Alles. Hä? Alles? Denn auf meinem Konto gab es keine Eingänge. Die Frau war überrascht. Ich sage ja. Zack, 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 zack. Alles abbezahlt. Amen. Yahweh El Rohi. Er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Manchmal, wenn du für etwas betest und du bekommst keine Erhöhung, frage dich, brauche ich das wirklich? Ist mein Glück wirklich davon abhängig? Hat Gott vielleicht eine andere Idee für mich? Hat Gott vielleicht eine bessere Alternative für mich? Manchmal halten wir so fest an Dingen, ich muss es haben, Gott, mach es, gib mir. Und Gott sagt, du brauchst es nicht wirklich. Lass los. Und sei erstmal zufrieden und dankbar mit dem, was du hast. Amen. Sei dankbar und zufrieden mit dem, was du hast und sage auch Dank für das, was du hast. Und deine Seele wird zufrieden sein. Denn Jakobus sagt, wir sind nackt in diese Welt gekommen, wir werden auch nackt diese Welt verlassen. Ja klar, gut, wenn man Beerdigung, die Moslems machen das anders, aber die anderen Religionen, man zieht ja dann die besten Klamotten an. Aber im Grunde genommen hat es keinen Wert. Du willst nichts mitnehmen, du hast nichts mitgebracht. Wenn du zu essen und zu trinken hast, ein Dach über deinem Kopf hast, sagt die Bibel, dann sei dankbar. Alles andere wird hinzugetan. Aber Gott sagt, du wirst keinen Mangel erleiden, wenn du lernst, ein Schaf zu sein, wenn du lernst, abhängig von mir zu sein, wenn du lernst, dich in meine Hände fallen zu lassen, wenn du lernst, mich als dein El-Rohi zu betrachten und mir alles abzugeben, wenn du lernst, wie ein kleines Kind zu werden, dann werde ich dafür sorgen, dass du hast, was du wirklich brauchst. Wie heißt es so schön? Trachte zuerst, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugetan werden. Amen. Macht euch keine Sorgen, sorgt euch nicht um das, was ihr essen werdet, was ihr anziehen werdet, wo ihr wohnen werdet, sondern sucht zuerst Gottes Reich, sucht zuerst die Gerechtigkeit Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Jesus sagt, die Nichtgläubigen, für die ist es normal, dass sie sich Sorgen um solche Sachen machen. Warum? Weil sie Waisenkinder sind, weil sie keinen Zugang zum Vater haben, zu seinem Versorgungssystem. Deswegen müssen sie sich Sorgen machen. Aber ihr sagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Sogar bevor ihr betet, weiß er, was ihr braucht. Darum, sorgt euch um nichts, sondern in allem dankt Gott. Ja? Dankt Gott und sagt Dank und fleht ihn. Und der Friede Gottes wird eure Gedanken und Herzen in Jesus Christus bewahren. Amen. Amen.
wenn Jahwe dein Rohe ist, wenn Gott dein Rohe, dein Hirte ist, dann kannst du sicher sein, nichts wird dir mangeln. Gott ist treu, Leute. Gott ist treu. Gott ist treu. Diese Sache, die dir so viel Sorgen bereitet im Leben, frag dich erstens, brauche ich das wirklich? Ist mein Glück wirklich davon abhängig? Ist es es wert, dass mein Friede zerstört wird, dass meine Laune kaputt gemacht wird? Zweitens, frag dich, kann Gott mir da vielleicht helfen? Wenn die Antwort ja ist, dann gib ihm das ab und warte. Gib ihm das ab und trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und warte. Gott wird kommen. Er wird dich überraschen. Amen. Er wird tun mehr, als du dir vorstellen kannst. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit wird er dich versorgen. Gott ist ein Versorger. Er will unser Versorger sein. Er will unser Vater sein. Er will unser Freund sein. Er will uns nahe sein. Er will Teil unseres Lebens sein. Er will unsere Tränen abwischen. Er will uns trösten. Amen. Amen. Und ich setze die Gnade in dein Leben frei im Namen Jesu. Dass jeder Mangel in deinem Leben beseitigt wird. Dass jeder Mangel in deinem Leben überwunden wird durch die Gnade und die Güte Gottes im Namen Jesu. Der Herr sollte gnädig sein. Und als Hirte tut er das, was in den folgenden Versen steht. David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Das ist ja die Versorgung Gottes. Schafe brauchen frisches Gras, grünes Gras und frisches Wasser. Und er sagt, der Herr sorgt dafür, dass ich frisches Gras bekomme jeden Tag. Jeden Tag. Und der Hirte weiß, wo die Wiese grün ist. Ja, das Schaf kümmert sich, das ist nicht die Sorge des Schafes, wo es am nächsten Tag sein Gras finden und fressen wird. Das ist nicht seine Sorge. Das Schaf lebt in hier und jetzt und vertraut dem Hirten voll und ganz. Das sind die Kopfschmerzen des Hirten. Und er weiß schon, wo am nächsten Tag seine Herde das Gras fressen wird. Er weiß auch, wo frisches Wasser ist. Und Schafe sind scheue Tiere und sie brauchen ruhiges Gewässer, damit sie reingehen und alle Ruhe trinken können. Und der Hirte weiß auch, wo dieses ruhige Wasser ist und er führt seine Herde dahin. Und so führt uns Gott, so versorgt uns Gott. Er weiß, was wir brauchen und er sorgt dafür, dass wir das auch haben. Amen. Er sättigt unsere Seele und sättigt unseren Geist und sättigt unseren Körper und er löscht den Durst und er löscht den Durst unserer Seele, den Durst unseres Geistes und den Durst unseres Körpers. Er erquickt meine Seele, Vers 3. Das ist das Wort erquicken, bedeutet stark machen, ermutigen, trösten, Erfrischung, für Erfrischung sorgen. Das mag der Hirte. Ihr seht ja, wo ist mein Bild? Der Hirte trägt ein Schaf, das Schaf auf seine Hände, wenn er merkt, dass das Schaf müde ist oder verletzt ist und nicht mehr aus eigener Kraft weitergehen kann. Dann kommt der Hirte und trägt das Schaf entweder auf den Händen oder auf seinen Schultern und geht eine Weile mit dem Schaf, so lange, bis das Schaf sich erholt hat. Und Gott weiß, wie herausfordernd das Leben manchmal sein kann, Leute. Und dass manche Sachen zehren an unseren Kräften. Und du bist müde, müde im Körper, müde in der Seele, müde im Geist. Manchmal hast du keine Kraft mehr zu beten. Oder du kniest dich hin, um zu beten und es kommen keine Worte raus. Vielleicht fließen nur Tränen und du weißt nicht mehr wohin. Gott weiß es. Auch in solchen Momenten möchte er dein El Rohi sein. Er erquickt deine Seele. Wenn du solche Momente hast, wende dich dem Gott zu, der dich liebt, der dein Hirte ist und gib ihm deine Lasten. Auch wenn du nicht beten kannst, kommt Gott manchmal in deine Situation und gibt dir neue Kraft. Das erlebe ich immer wieder. Ich komme immer wieder an Stationen, wo ich merke, ich habe keine Kraft mehr. Und ich merke, wie aus dem Nichts
wie mein inwendiger Mensch, mein Innere, mein Geist auf einmal neu getankt, aufgetankt wird. Und ich fange an meine Güte, ich fühle, wie das Leben Gottes in mir aufgeht wie ein Luftballon. Und ich merke Erfrischung von innen heraus. Und ich kann wieder lachen, wieder singen, wieder beten, wieder hoffen. Amen. Gott weiß, wenn du tief bist. Er weiß, wenn du gefallen bist. Er weiß, wenn du nicht mehr kannst. Und er kommt nicht und sagt nicht, stell dich so an, ja? Steh auf und lauf weiter. Nein, er bückt sich zu dir. Er bückt sich zu dir und er hebt dich auf und drückt dich gegen seine Brust und drückt dich so lange, bis du zu neuen Kräften gekommen bist. Amen. Wenn du mir heute Morgen zuhörst und du bist müde von Kämpfen, müde von den verschiedenen Herausforderungen, dann spreche ich dir Erquickung zu im Namen Jesu. Manche Leute haben den Schlaf verloren, sind müde im Körper und der Seele. Oh, sei erstarkt im Namen Jesu. Empfange Erfrischung im Namen Jesu. Empfange neue Hoffnung durch den Heiligen Geist. Er ist der Vater allen Trostes. Er tröstet uns in all unseren Herausforderungen, damit wir, nachdem wir getröstet wurden, auch andere Menschen trösten können, sagt Paulus im Korintherbrief. Er ist der Vater allen Trostes. Amen. Gott möchte dich erquicken. Du wirst laufen nicht müde werden. Du wirst rennen nicht matt werden. Du wirst deine Kraft erneuern und du wirst emporschweben wie ein Adler, sagt die Bibel in Jesaja 41. Gott ist gut. Halleluja. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Gott als Hirte will uns auch führen. Wenn die Herde mit dem Hirten unterwegs ist, dann führt der Hirte die Herde mit seinem Stab. Ja? Er schlägt ein bisschen, wenn das Schaf auf Abwägen gehen möchte, dann kommt das Schaf zurück. Oder wenn das Schaf irgendwo runtergefallen ist, dann zieht er mit diesem Teil von seinem Stab, er zieht das Schaf wieder hoch und führt das Schaf zurück auf die richtige Straße. Denn auf Abwägen lauern die Raubtiere, ja? die Schafe fressen wollen. Und der Hirte sorgt dafür, dass du auf sichere Straße bleibst. Und so führt Gott uns. Manchmal schließt er manche Türen, die wir für richtig halten. Und er weiß, wenn du durch die Tür gehst, dann wartet eben der wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen soll, nämlich Satan, der Teufel. Und Gott schließt diese Tür. Oder er beendet eine Beziehung. Oder er macht eine Möglichkeit, die für dich die tollste zu sein scheint, er macht sie kaputt und dann geht auf einmal nichts mehr. Oder er sagt Nein für ein Gebetsanliegen und du wunderst dich, warum. Manchmal macht Gott das, um uns zu schützen. Amen. Amen. Gott weist uns manchmal zurecht. Warum? Weil er uns liebt. Wenn er das nicht macht, dann werden wir auf Abwägen gehen und in die Hände des Feindes geraten. Das möchte er nicht. Darum, sei nicht stur, sondern sei gehorsam. Wenn Gott spricht, höre, gehorche ihm, gehorche sofort, nicht später. Denn alles, was Gott sagt und alles, was er verbietet, das ist zu deinem Wohl, zu deinem Schutz. Amen. Und wenn Gott uns nicht zurechtweist, dann sind wir Bastarde, wie die Bibel sagt im Hebräerbrief. Ja, wir sind keine Bastarde, sondern wir sind Kinder Gottes. Und er will uns erziehen, er will uns führen, er will uns leiten zu unserem Wohl. Er führt uns auf sichere Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, hier spricht David von Angst. Ja? Und manchmal, wenn der Hirte mit seiner Herde unterwegs war, dann sind sie eben in gefährliche Orte geraten, wo Schakale unterwegs waren und auch nach Tieren gesucht haben, sie zu fressen. Und das war auch ein dunkler Täler. Und er sagt hier, man könnte auch Angst haben. Aber David sagt, selbst wenn ich durch solche Phasen gehe, brauche ich kein Unglück zu fürchten. Und er spricht das Thema Angst hier. Und Angst ist etwas, was präsent ist in unserer Gesellschaft, präsent in unserem Leben. Es gibt viele Dinge, die
Angst einflößen. Viele Menschen, die von Angst geleitet werden, gefühlt werden, besessen werden. Und David sagt hier, weil du bei mir bist, brauche ich keine Angst zu haben. Gott beschützt mich. Er beschützt meinen Körper, meine Seele, mein Geld, meine Familie, meine Kinder, meine Ehre. Er beschützt alles, was ich bin, alles, was ich habe, weil er bei mir ist. Wenn Gott bei dir ist, wer kann gegen dich sein? Wer kann dir etwas antun? Es ist wichtig, dass du dir immer wieder vergegenwärtigst, dass Gott bei dir ist. Du bist nie allein. Der Hirte damals hat die Schafe niemals allein gelassen. Er hat alles hinter sich gelassen, um immer bei seiner Herde zu sein. Egal bei welcher Temperatur, er war immer bei der Herde, hat aufgepasst, hat dafür gesorgt, dass es der Herde nichts passiert. In der Hinsicht sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für meine Schafe. Gott ist bei dir. Und wenn du die Gewissheit, dass er bei dir ist, das vertreibt die Angst. Sei frei von Angst im Namen Jesu. Sei frei von Angst im Namen Jesu. Denn Gott ist bei dir und er ist stärker als jeder Geist, jeder Dämon, jeder Umstand. Mein Gott ist größer. Ja, kennt ihr das Lied? Kennt ihr das Lied? Er ist größer als jeder Umstand, größer als Angst, größer als Tod und Gewalt, größer als Hass. Das ist unser Gott. Das Lied möchte ich euch empfehlen. Es ist auf meinem Handy. Ich höre es immer wieder. Vor allem, wenn Angst versucht, mich zu befallen. Dann höre ich das und ich singe laut. Lauter als die Angst. Lauter als die Stimme der Angst. Und am Ende verstummt die Stimme der Angst. Und ich höre nur noch in meinem Geist, mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Und dann geht es immer weiter so. Höre das Lied, sing so oft, bis du keine Angst mehr verspürst. Bis diese Wahrheit lauter wird als die Angst in dir. Amen. Amen. Gott ist größer als jeder Berg. Größer als jeder Name unter der Sonne und im Himmel. Also, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Wusstest du, dass deine Feinde wollen nicht, dass du gesegnet bist? Sie wollen nicht, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, dann sind sie zornig und neidisch. Genau das gefällt Gott. Er sagt, Feinde, komm, schau zu. Dann macht er einen schönen Tisch vor dir. Mit allerlei leckeren Sachen. Und die Feinde wollen weglaufen. Sie sagen, nein, sitzen bleiben. Zugucken. Sagt der Kind, iss. Ich habe keine Angst, iss. Und die Feinde werden rot vor Scham. Wisst ihr, Satan möchte nicht, dass ein einziger Mensch gesegnet wird. Er ist wütend und zornig, wenn du fröhlich bist und glücklich bist und gesegnet bist. Wusstest du das? Er arbeitet Tag und Nacht dafür, dass du traurig bist, dass du depressiv bist, dass du hoffnungslos bist. Das ist seine Leidenschaft. Aber es ist die Leidenschaft Gottes, El Roi, dafür zu sorgen, dass du im Angesicht des Feindes, das ist eine Machtdemonstration. Und der Feind kann dich nicht berühren. Das heißt, wenn Gott dich segnet, kann der Feind den Segen nicht wegnehmen. Er kann dich verleumden, er kann dich hassen, er kann neidisch sein, er kann zornig sein, aber er kann den Segen nicht wegnehmen. Er kann ihn nicht verhindern, er kann ihn nicht verringern. Er kann nur zuschauen, wie du gesegnet wirst. Halleluja!
in Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Wow. Sag, iss. Iss noch mehr als du essen kannst. Nicht weglaufen, du bleibst sitzen, fein, du guckst zu. Weißt du, manchmal bist du gesegnet, du hast Angst, den Segen zu verlieren. Du hast Angst, vielleicht jemanden, den du lieb gewonnen hast, für deine Kinder zu verlieren. Du hast Angst, deine Arbeit zu verlieren. Du hast Angst, deine Finanzen zu verlieren. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott beschützt dich. Er segnet dich und sorgt dafür, dass der Segen auch bleibt. Sogar sich vermehrt. Halleluja. Niemand kann es verhindern. Wenn Gott dir etwas gibt, dann kann nur du selbst kaputt machen. Amen. Wenn er dir etwas gibt, dann wird niemand das zerstören. Und niemand kann verfluchen, was Gott gesegnet hat. Niemand. Du bist gesegnet vom Herrn des Höchsten, Schöpfer des Himmels und der Erde und allem, was darin enthalten ist. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch vor. Das ist eine Machtdemonstration. Dann sagt Feind, was willst du tun? Was kannst du? Tu mal was. Ich will es sehen. Amen. In der Bibel haben wir vor allem im Alten Testament ganz viele tolle Geschichten um Israel, wo viele Völker versucht haben, Israel zu zerstören. Aber Gott hat immer gezeigt, ich lasse es nicht zu. Und Gott hat Israel gesegnet im Angesicht der Feinde. Sie konnten den Segen nicht verhindern. Sie konnten den Segen nicht zerstören. Sie haben es versucht. Auch das Israel von heute. Sie sind umgeben von Feinden. Und Gott segnet sie. Sie gedeihen und wachsen und gedeihen und gedeihen. Und keiner kann es verstehen. Und keiner kann es verhindern. Und der Feind schäumt vor Wut. Warum geht es ihnen gut? Warum haben sie ein eigenes Land? Warum haben sie eine gute Demokratie? Warum ist die Wirtschaft gut? Warum ist die Wissenschaft gut? Warum geht es ihnen gut? Weil Gott gesegnet hat. Und du bist gesegnet. Amen. Und der Feind kann deinen Segen nicht zerstören. Er kann es nicht verhindern. Er muss zuschauen, wie du diesen Segen genießt. Und Gott wird dich segnen und du wirst den Segen genießen. Du wirst das Leben genießen. Amen. Dein Leben soll nicht müßig sein, sondern es soll ein Genuss sein. Nicht müßig, sondern genüssig sein. Im Namen Jesu. Halleluja. Gott will, dass wir das Leben genießen. Das heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen haben werden. Wenn sie kommen, bitte erinnere dich, ich bin nicht allein. Ich bin nicht für mich zuständig. Ich habe einen Elrohi. Ich habe einen Hirten. Er kämpft meine Kämpfe. Wieder dieses Lied. Er kämpft unsere Kämpfe. Ja? Er kämpft unsere Kämpfe. Gib ihm die Kämpfe, er wird sie für dich austragen und den Sieg für dich erringen. Halleluja. Du salbst mein Haut mit Öl und schenkst mir voll ein. Sprich hier für Gastfreundschaft. Gott gibt dir einen Platz in seinem Haus und er gibt mit Überfluss. Du schenkst mir voll ein. Andere Besitzung sagen, mein Becher läuft über. Gott gibt nicht, guck mal, das Glas ist fast voll. Gott gibt nicht nur bis dahin, sagt du, ich muss sparen, Energie sparen. Die Zeichen sind auf Energie, ich muss sparen. Nein, Gott schenkt dir voll ein. Das auch in Zeiten von Krisen. Amen. Auch in Zeiten von Krisen, von Energiekrisen, von hoher Inflation, kann und will Gott uns voll einschenken. Denn Gott ist nicht eingeschränkt, er ist nicht abhängig vom Wirtschaftssystem der Menschen. Das Wirtschaftssystem Gottes Reiches, das Versorgungssystem Gottes, ist nicht abhängig von den menschlichen Ressourcen und Entscheidungen. Er schenkt mir voll ein. Mach dich darauf gefasst, Gott will, dass dein Becher überläuft. Er gibt mehr, als du brauchst. Gott will dich so segnen, dass du etwas über hast, auch um anderen Menschen zu geben, die nicht genug haben. Amen. 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 Gott will nicht, dass du jeden Monat immer
mit Herzrasen auf dein Bankkonto schaust, auf deinen Kontoauszug schaust, ob du schon ins Minus gerutscht bist oder ob es plus minus null ist, wie viel noch überbleibt. Wenn du deinen Briefkasten aufmachst, hast du schon Herzrasen, wie viele Mahnungen sind dann jetzt drin? Was ist das jetzt für ein Brief? Hilfe, Hilfe, mach du mal auf. Nein, mach du mal auf. Mach du mal auf. Gott will uns rausnehmen aus diesem Grenzgebiet, wo es immer so knapp, knapp, knapp ist. Lerne ihm zu vertrauen. Amen. Amen. Lerne ihm zu vertrauen. Er ist El Rohi. Es gibt keine Grenze für seine Versorgung, für seine Ressourcen, für das, was er kann. Gott will uns voll einschenken. Er will, dass unser Becher überläuft. In jeder Hinsicht, nicht nur finanziell, sondern auch was Freude angeht, was Frieden angeht, was Salbung angeht, was Freundschaft angeht, was Liebe angeht. Er will, dass unser Becher überfließt. Leben im Überfluss, full life. Halleluja. Yeah. Leben im Überfluss. Überfluss an Freude, Überfluss an Frieden, Überfluss an Finanzen, an Freundschaften, an Leben, an allem, was gut ist. Überfluss. Das ist der Wille Gottes, wenn er unser El Rohi ist, wenn er unser Hirte ist. Amen. Siehst du, aus eigener Kraft können wir als Menschen ganz viel schaffen. Aber wie viel mehr würden wir schaffen mit Gott als unseren Hirten? Deutlich, deutlich mehr. Amen. Und manchen von euch wird Gott vielleicht eine Geschäftsidee geben, eine Idee geben, wie du Geld generieren kannst, über dein Gehalt hinaus oder über deine Rente hinaus. Sei offen dafür. Manchmal sind wir so festgefahren in bestimmten Denkmustern. Nur so kann man Geld verdienen. Nein, Gott hat verschiedene Möglichkeiten, uns finanziell zu segnen. Amen. Lass uns empfänglich sein, sensibel sein, offen sein und Gott wird uns das eine oder das andere Mal überraschen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist ein krasses Statement. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Meine Güte. Meine Güte. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Bitte schaut hier nach vorne. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Können wir das zusammen sagen? Eins, zwei, drei. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Einmal noch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Dreimal ist Bremer recht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Amen. Diese Wahrheit, allein wenn sie in deinem Herzen fest ist, sie vertreibt jede Angst, jede Sorge. Amen. Denn du weißt, wenn du läufst, hast du links Gutes und rechts Barmherzigkeit. Sie begleiten dich. Halleluja. Das heißt, du darfst Gutes erwarten. Du darfst mit Gutem rechnen in deinem Leben. Viele von uns, viele Menschen sind pessimistisch. Das ist auch vielleicht eine Ware, die made in Deutschland ist. Pessimismus. Made in Deutschland ist auch Pessimismus. Viele Menschen erwarten Negatives, denken negativ. Aber die Bibel sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott nimmt dich, komm mal. Hier ist ein Kind Gottes und Gott sagt, komm bitte hier beide. Gutes, komm. Barmherzigkeit, komm. Ich brauche zwei. Ja. Dann sagt er, Gutes, hier ist mein Sohn, mein Armin. Du sollst ihn begleiten sein ganzes Leben lang. Lass ihn keine Sekunde los.
Barmherzigkeit, hier ist mein Liebling, du sollst ihn jeden Tag begleiten. Im Schlaf, im Wachen, überall, wo er hingeht. Verstanden? So, und Armin ist unterwegs. Ja. Und ihr begleitet ihn. Gutes und Barmherzigkeit begleiten dich. Sie begleiten ihn. Dann ist das Leben zu Ende, dann sagt Gott, okay, setzt euch wieder hin. Amen. Genau so ist es. Gott befiehlt Gutem und Barmherzigkeit, dass sie dir folgen sollen. Aber du kannst nur von ihnen profitieren, wenn du auch weißt, dass sie da sind. Wenn du weißt, ich bin nicht allein. Ich habe die Begleitung von Gute und von Barmherzigkeit. Die sind immer da. Leute, das sind die Ressourcen Gottes. Das sind die Ressourcen Gottes, die er uns zur Verfügung stellt, jederzeit. Das heißt, wenn du unterwegs bist und sie folgen dir und du brauchst etwas von Gutem, was sagst du? Das du nimmst einfach. Du brauchst etwas von Barmherzigkeit, was machst du? Du nimmst einfach. Aus deiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Amen. Das heißt, Gott hat seine Ressourcen befohlen, von Ewigkeit her, dass sie dich begleiten sollen, dein ganzes Leben lang. Deswegen sagt David, mir wird nichts mangeln. Warum? Weil Gutes links ist und Barmherzigkeit rechts ist, sind hinter mir. Sie folgen mir nach. Überall, wo ich hingehe, die sind immer da. Amen. Ich bin nie allein. Ich bin nie hoffnungslos, weil Gutes und Barmherzigkeit mir folgen. Diese Ressourcen sind unerschöpflich, sind immer da. Immer da. Da gibt es keine Knappheit. Du kannst schöpfen aus dieser Ressource jederzeit. Wenn du dir vergegenwärtigst, dass du nicht allein bist. Dass du nicht auf dich allein gestellt bist, sondern dein Vater hat gesorgt und vorgesorgt. Du musst es nicht verstehen. Glaube nur. Und du wirst es sehen. Amen. Das war sein Gedanke von Anfang an in seiner Beziehung mit den Menschen. Immer vorsorgen. Immer voll versorgen. Immer volle Ressourcen zur Verfügung stellen. Gutes und Barmherzigkeit. Das heißt, wenn du morgens aufwachst, sag, hallo Gutes, hallo Barmherzigkeit, schön, dass ihr wieder da seid. Heute fängt ein neuer Tag an und ich freue mich sowas. Ich freue mich auf Gutes und Barmherzigkeit. Ich freue mich. Wenn du ins Bett gehst, sagst du, hallo Gutes, hallo Barmherzigkeit, war schön heute mit euch, gute Arbeit gemacht. Während du schläfst, sind sie immer noch bei dir. Dein Leben lang. Amen. Bitte übe dies, bevor du das Haus verlässt, jeden Morgen. Sprich diese Worte. Ich proklamiere über mich heute, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen. Und ich erwarte Gutes in meinem Leben. Ich erwarte Barmherzigkeit. Ich nehme aus der Güte Gottes, ich nehme aus der Barmherzigkeit Gottes alles, was ich brauche. Bitte sprich dir diese Dinge regelmäßig zu. Das wird dein Leben verändern. Das wird zuerst deine Einstellung verändern, dann deine Emotion. Und dann letztendlich wirst du Realität in deinem Leben sehen. Amen. Das wird dir helfen gehen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Depression. Oder depressive Verstimmung. Wenn du weißt, das sind immer zwei Begleiter. Gutes und Barmherzigkeit. Sie werden mich niemals allein lassen. Ich kann ihre Arbeit verhindern durch Sorgen. Weil sie funktionieren nur durch Glauben. Sie werden aktiviert durch Glauben. Amen. Wenn du zweifelst und dir Sorgen machst, dann sind sie machtlos. Glaube aktiviert sie und setzt sie frei.
dann siehst du auch ihre Wirkung in deinem Leben. Du bist niemals allein. Wenn du Yahweh als deinen El Roi anerkennst, als deinen Hirten anerkennst. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wie sollte es denn anders sein? Wenn du Gott so erfahren hast, wenn du geschmeckt hast und gesehen hast, wie gut der Herr ist, dann willst du doch nicht freiwillig von ihm weglaufen. Wohin sollten wir gehen? Wohin? Niemand, du hast das Wort ewigen Lebens, hat Petrus gesagt. Wohin sollten wir sonst gehen? Laufe nicht weg von Gott. Halte die Treue. Es gibt keine andere Quelle als den Herrn. Amen. Es gibt keinen besseren Hirten als El Rohi, als Gott, unseren Herr. Halte ihm die Treue. Bleib in seinem Haus. Bleibe im Reich Gottes. Bleibe in der Gemeinde. Draußen sind Verlockungen. Sie sind aber nur Lügen. Der Feind wird dir Sachen anbieten und dir auch weiß werden machen, dass sie dich glücklich machen werden oder glücklicher machen werden als das Haus des Herrn, als der Glaube an Jesus Christus. Das ist Lüge. Es gibt keinen besseren Hirten als Jesus Christus. Keinen besseren Hirten als Yahweh El Rohi. Wenn du Gott so erlebst, dann kannst du nicht weglaufen. Du bleibst für immer bei ihm, für immer in seinem Haus, für immer in seinem Herzen. Amen. Amen. Ich möchte mich kurz zusammenfassen und zum Ende kommen. Wir haben gesagt, Gott will unser Hirte sein. Das bedeutet, er will eine persönliche Beziehung mit dir und mit mir haben. Er will unser Freund sein. Er will uns nahe sein. Er will eine intime Liebesbeziehung mit dir und mit mir haben. Denn ein Hirte ist immer bei seinen Schafen. Der Hirte kennt jeden Schaf bei Namen. Und die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Sie kennen seinen Geruch. Sie wissen, wie er riecht. Sie verbringen Zeit zusammen. Er redet mit den Schafen. So möchte Gott mit uns sein. Er möchte ein liebender Vater sein. Und er will, dass du ihn kennst als deinen Hirten, als den Hirten deiner Seele. Und er will, dass du weißt, dass du nicht dir gehörst, sondern du gehörst ihm. Er hat dich geschaffen. Kein Mensch hat sich selbst geschaffen. Gott hat dich geschaffen und du gehörst ihm. Und er will, dass du zu ihm kommst und sagst, du bist mein Hirte. Du bist der Hirte meiner Seele. Du bist der Hirte meines Lebens und ich möchte dir die Führung meines Lebens anvertrauen. Ich möchte mich in deine Hände hineinfallen lassen und dir vertrauen, dass du mich versorgst, dass du für mich sorgst. Und dann kannst du sagen wie David, der Herr ist mein Hirte, also wird mir nichts mangeln. Wir haben gesagt, Mangel ist nicht mehr unsere Realität, wenn Gott unser Hirte wird. Er wird unsere Bedürfnisse, unsere Mangel ausfüllen. Er wird sich um uns kümmern. Amen. Er versorgt uns. Er tröstet uns. Er gibt uns neue Kraft, wenn wir am Ende sind mit unserer Kraft. Er führt uns auf dem richtigen Weg. Und er sorgt dafür, dass wir nicht auf Abwege gehen. Und er sorgt dafür, dass der Feind uns nicht angreifen kann, uns unseren Segen nicht wegschnappen kann. Er beschützt den Segen, den er uns gegeben hat. Er sorgt auch dafür, dass wir im Überfluss leben, dass wir das Soul-Leben haben, Leben im Überfluss. Er schenkt uns voll ein. Unser Becher läuft über. Gott ist ein Gott des Überflusses. Er kennt keine Knappheit. Wenn er gibt, gibt er immer großzügig. Er gibt immer im Übermaß. Halleluja. Und er hat Güte und Barmherzigkeit befohlen, dass sie dich begleiten sollen, dir folgen sollen, dein ganzes Leben lang. Deswegen brauchst du keine Angst zu haben, denn Angst ist von Satan. Und Jesus nimmt dir die Angst weg, wenn er der Hirte deines Lebens ist. Denn er ist immer bei dir. Und keiner ist stärker als er.
Er schläft nicht und schlummert nicht, der über dich wacht. Amen. Und David sagt zum Schluss, aus all diesen Gründen möchte ich für immer im Hause des Herrn bleiben. Ich möchte in dieser Beziehung mit Jesus bleiben. Ich möchte, dass wir alle aufstehen, um gemeinsam zu beten. Wenn du mir zuhörst heute und du bist noch so unterwegs mit deinem Leben, dass du dein eigener Hirte bist, dein eigener Chef bist, dass du derjenige bist, der über dein Leben bestimmt, unabhängig von Gott, dann möchte Jesus, dass du heute Morgen dein Leben zu ihm bringst, dass du sagst, Jesus, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich will, dass du mich in dein Haus bringst, dass du mich rettest, dass du meine Sünden vergibst. Ich will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Ich will eine intime Beziehung mit dir haben. Bitte vergib meine Sünden und rette mich. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diese persönliche Beziehung mit Jesus haben, dann lade ich dich ein, dass du folgendes Gebet mit mir aussprichst oder mir nachsprichst. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich mein Leben ohne dich geführt habe. Bitte reinige mich mit deinem Blut. Ich will ab heute, dass du mein Hirte bist. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Bitte komm in mein Herz und sei mein Herr und rette mich, Herr. Ich will dir folgen mein Leben lang. Und ich danke dir, Herr, dass du mein Hirte bist. Und ich spreche aus, mir wird nichts mangeln. Ich habe alles, was ich brauche. Du bist mein Versorger. Du bist mein Ernährer. Du bist mein guter Freund. Du bist mein Gefährte, mein Begleiter. Ich bin niemals allein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein ganzes Leben lang. Ich bin gesegnet. Im Überfluss. Im Namen Jesu. Amen. Wow, Gott ist gut.